Tada! Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Sweet Chalker TV. Ich brauche mal, glaube ich, so ein Intro oder so. Wäre ziemlich cool, oder? Aber sowas kann ich nicht produzieren. Ich bin nicht in der Lage für sowas. Nun gut. In dieser neuen Aufgabe von Sweet Chalker, willkommen dazu, schaue ich mal in diese Produkte rein. Das ist die Firma Zaber hört sich gut an, Zaber. Das wackelt, das nicht. Keine Ahnung warum. Die habe ich übrigens irgendwann mal persönlich kennengelernt, auf der ISM. Und ich glaube, die kommen aus Belgien, wenn ich mich recht entsinne. Und produzieren das irgendwie auch alles handgemacht. Ich habe hier zwei unterschiedliche Geschmackssorten in der Hand. Die eine verspricht weiße Schokolade mit Ginger zu sein und die andere andersrum. Dunkle Schokolade mit Ginger, Entschuldigung, und weiße Schokolade mit Curry. Curry de Mandras. Weiße Schokolade. Also da ich ja keine dunkle Schokolade mag, ich bin ja auch eher der Süße, ne? Zaber werde ich mich für Curry entscheiden mit der weißen Schokolade. Okay. So, Verpackung ist nämlich genial. Ist halt so eine Pappschachtel, die noch so eine Banderole hat. Die hat ja auch so eine Prägung drauf. Also ziemlich teure Geschichte. Ich habe keine Ahnung, wie teuer so eine Schokolade ist. Interessiert mich einfach nicht. Und ich reiße auch eine Schokolade auf. Oha, genial. Also, hier rauskommt nicht in eine Verpackung, wo was drin ist. So kleine Täschlein sind das. Und, ups. Und, ups. Verpackung leer. Da drin ist eingeschweißt, ziemlich genial eingeschweißt, luftdicht eingeschweißt. Ja, Tafeln voll Schokolade. Also das Ding sieht ja schon aus wie so eine Raumfahrerklamotte, also so ein Raumfahrer-Food. Ah, das sind auch die Kredenzien in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unter anderem japanisch Sprachen. Ich kann das nicht lesen, ich habe die Brille nicht auf. So, auf geht's. Also ziemlich witzige Verpackung für eine Schokolade, die sonst immer nur in Alupapier herkommt. Jetzt reiße ich mal diese Links hier auf und herauskommt. Ach du Scheiße. Oh. Entschuldigung. Die riecht übrigens wie Curry. Das wäre auch das Versprechen. Curry-Schokolade mit weiße Schokolade mit Curry-Geschmack. So. Genial. Also, das Ding ist nicht weiß. Das hat. In der Kamera sieht man das jetzt nicht so. Das ist ziemlich gelb. Ja? Das ist ziemlich gelb. Oh, hat einen Curry-Geruch wie so eine, das würde ich jetzt so in so eine Curry-Dose reinriechen, so ein, wie der Chinese von nebenan. Hä? Also, die ist relativ weich. Das sind Profis am Werk. Leute. Also, was macht perfekte Schokolade oder perfekte Mixes aus? Und Überraschung, das ist wichtig. Und das richtige Verhältnis. Wenn er das erste Mal da reinbeißt, wie ich gerade, schmeckt man kämpfen quasi die Süße der Schokolade und Curry miteinander. Und Curry gewinnt. Ja? Also am Anfang ist das noch, man merkt die Süße und man merkt so die ist Curry und man sagt sich, was ist das jetzt? Ist das ein Currygericht oder eine Schokolade? Aber eine angenehme, sehr, noch relativ milde,
nicht so zu süß, ist nicht zu scharf, nicht zu curry. Einfach eine geile Kombination. Leute, sehr gut. Und jetzt kommt's. Dann schluckt sie das runter und das Süße haut ab und das Curry bleibt. Also jetzt mal ganz da, bis hier unten hin. Hier habe ich, bis hier, habe ich einen Curry-Geschmack im Mund. Wie hätte ich gerade so einen Hühner-Curry gegessen? Und das bleibt auch lange hinterher. Also das nachhaltig. Geile Idee. Meine Frau wird begeistert sein. Mein Gott, ist das gut. Also schon wieder, mach den zweiten Bissen auf. Es ist süß, leicht Curry. Gar nicht so. Das ist so ganz normale Schokolade, kein Problem. Oh, da ist Curry drin. Ja, ja, ganz witzig. Haha. Das schluckst du runter. Merkst du, hey, ich bin eine Curry-Schokolade. Oh ja, ich merke es. Curry. Eine gute Kombination. Also Leute, wenn ihr das mal seht, hey, wo ist die Verpackung? Ist weggeschmissen. Ah. Meine Rute ist weg. Also, diese Verpackung mit dieser Banderole. Zaber heißt das Ding. So ungefähr wird es ausgesehen, wenn es noch eingepackt wäre. Curry de Mandras. Curry. Weiße. White mit Weiß. Verstehe ich nicht. Weiße Schokolade. Zaber auf Zaber.be. Ah, cool. Ja, Webseite könnt ihr auf meine Webseite auch gucken. Also, der Webseite könnt ihr auf meiner Webseite gucken. Cooles Teil. Gebe ich einen super Top. Geiles Teil. Ich glaube, es gibt noch andere Geschmackssorten davon. Also nicht nur die andere, die habe ich noch gar nicht aufgemacht. Soll ich da machen? Nee, ne? Nee. Also, die wird durchfallen, das weiß ich jetzt schon. Ginger und Schwarz. Nee. Ja, aber ich bin sehr neugierig auf die anderen Schokoladentypen. Da gab es noch Pfeffer und andere Dinge. Ah, ich bin neugierig. So, Leute. Top habe ich gegeben. Zaber, weiße Schokolade mit Curry. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Schaut auf meine Webseite vorbei, www.sweetshacker.th. Und liked mich, shared mich. Habt mich lieb und tschüss.